Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. In meinem heutigen Video soll es mal darum gehen, worüber man in diesem Bärenmarkt überhaupt noch sprechen kann. Viel Spaß beim Video. Ja, mein letztes Video, da habe ich das Projekt Venom.io vorgestellt, was ich einfach gut finde, weil es die Kryptoadoption nach vorne bringt und das ist aber eher negativ angekommen. Ja? Die Leute haben da ja, auch gesagt so, ja, warum bewirbst du da jetzt so ein ICO und so weiter? Das habe ich überhaupt nicht getan. Ja, das habe ich auch von vornherein mit dem Ilja abgesprochen, dass ich das nicht tun werde. Auch wurde ich dafür nicht bezahlt. Wie einer behauptet hat, was er angeblich anhand meiner Gestikulierung erkannt haben will oder sonst was. Also hiermit kann ich ganz klar versichern, ich wurde dafür nicht bezahlt. Ist aber auch egal. Ja, spielt gar keine Rolle. Letzten Endes ist es so, dass momentan die Stimmung extrem negativ ist und dass es mir sehr schwierig fällt, euch Dinge vorzustellen. Ja? Weil jetzt hat auch gerade einer, ich hatte mal ein Video gemacht, welche Projekte setzen sich durch von diesen 2000 Coins, die wir haben. Da hat jetzt gerade einer drunter geschrieben, ja, keine, siehst du doch. Ja, ja, wir haben einen Bärenmarkt, ist in der Kryptowelt auch nichts Neues, haben wir zigmal gehabt. Und wir haben schon viel heftigere Drops gehabt, wie das, was wir jetzt momentan sehen. Und ich glaube, langfristig geht das Ganze auch wieder hoch. Wie ich aber auch schon gesagt habe, der Markt ist leer gespült oder wird leer gespült. Vielen Projekten geht gerade das Geld aus. Einige, die da wirklich hart getroffen wurden. Und ja, das wird auf jeden Fall in Zukunft das ganze Feld so ein bisschen räumen. Und wir werden ein paar wenige sehen, die schlau genug waren, Geld zurückzulegen und die genug Geld zurückgelegt haben, um. Wer weiß, wie lange diese Phase jetzt geht, diese Phase zu überstehen. Jetzt ist da so der Punkt, dass ich eigentlich euch auch gerne weiter gute Projekte vorstellen möchte, aber man vielleicht jetzt auch endlich erkennt, warum ein Projekt gut und warum eins schlecht ist. Weil ganz viele haben gesagt, oh, das wird den Bitcoin ersetzen. Jetzt gerade ist man froh, wenn der Bitcoin selber überlebt. Ja, also die Leute kommen so ein bisschen runter, verstehen, dass nicht jedes kleine Projekt, was irgendwelche Garagenentwickler da sich zusammenschustern, der Bitcoin-Killer wird, ja, dass die Starken, die jetzt schon etablierten, sich da auch festigen müssen, ja, weiterhin festigen müssen und eigentlich die ganzen kleinen Projekte den großen, mehr oder weniger die Kraft nehmen, solche Zeiten wie jetzt zu überstehen, ja. Und da denke ich, oder kann ich es nur wie immer wiederholen, da müssen die Projekte alle auch so ein bisschen zusammenarbeiten. Was ich euch eigentlich heute vorstellen wollte, und das werde ich im nächsten Video tun, ist der Proof of Elapsed Time. Das hängt alles mit dieser Hyperledger-Geschichte von IBM zusammen, von der Linux Foundation zusammen, die aber auch IBM nutzt. Ja, und das Ganze unterteilt sich nochmal ein bisschen, das ist eigentlich ein größeres Thema und eigentlich für Investoren gar nicht so wirklich spannend, weil die Hyperledger-Blockchain von der Linux Foundation keine Cryptocurrency beinhaltet. Ja, und das ist etwas. Und da möchte ich halt deswegen auch in diesem Video nochmal drauf hinaus. Diese ganzen Projekte, die gesagt haben, wir werden mal da und da die Mega-Anwendung haben, werden durch solche Lösungen verdrängt, weil es den Unternehmen dieser Welt teilweise, nicht allen, aber teilweise genügt, wenn ihre Supply Chain oder sonst was auf einer Blockchain abgelegt ist, die auch einen gewissen Part Zentralisierung hat, der dann vielleicht bei Intel oder sonst wo liegt. Und das scheint dann auch für Großunternehmen ausreichend zu sein. Wenn man nämlich mal schaut, die Hyperledger-Blockchain hat mittlerweile über 100 Unternehmen, 1000 Unternehmen, die damit arbeiten. Ja, das kann eigentlich keins der anderen Krypto-Projekte von sich behaupten. Ja, und alle meinen, wenn dann irgendeine positive Meldung, ne, Ende 2017 kam eine positive Meldung oder irgendein Projekt hat gesagt, boah, wir werden mal voll krass sein, weil jeder, der durch die Straße läuft, wird genau diese Blockchain nutzen müssen. Nein, ja, das ist einfach der Fakt. Und jetzt kommt man so langsam mal runter und kann vielleicht auch in Ruhe und rational und ohne FOMO darüber nachdenken, welche Projekte werden langfristig wirklich von Wert sein. Ja? Und dann müssen wir darauf schauen, was haben wir denn? Ja? Wir haben einen Haufen Smart Contract Projekte und Smart Contract ist keine Seltenheit mehr. Kann mittlerweile jede Blockchain fast. Ja, also da kommen, also wirklich fast alle hauen gerade diese Smart Contract Implementierung raus. Ist nichts Besonderes mehr, wirklich nicht. Ja, dann haben wir was als Privacy Coin, Entschuldigung, sich als Privacy Coin versteht, also verschlüsselte Transaktionen und so weiter. Ich habe vorhin gelesen, selbst Ethereum will das jetzt auch bringen und naja, wenn Ethereum das kann, wofür brauchen wir dann Monero, Dash und sonst was? Ja, also da hat Ethereum einfach schon einen größeren Anwendungsfall und so weiter und so fort. Und naja, jetzt so langsam definiert sich heraus, was übrig bleiben wird nach diesem Bärmarkt. Und das kann ich auch nur nochmal wiederholen. Ich hoffe,
oder was heißt ich hoffe? Ich glaube, dieser Bärmarkt geht noch ein, zwei Jahre, vielleicht länger, wer weiß. Ich denke aber, zwei Jahre geht er noch. Ja, wenn er jetzt 2019 schon hochgeht, schön, ja, freue ich mich. Lag ich falsch, Gott sei Dank. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann wird dieser Markt immer leerer und leerer und leerer. Und die wenigen, die dann übrig bleiben, das sind die, die sich dann langfristig durchsetzen können. So. Und genau an der Stelle möchte ich euch sensibilisieren, dass wenn das alles auch wieder hochgeht, ja, und es geht die ganze Zeit nur hoch und da sind dann Coins, die machen 700%, nicht in jeden Coin reinrennen, wo man gerade mal so ein bisschen FOMO hat. Einfach auch mal drin bleiben, cool bleiben, sich das Ganze anschauen, rational bleiben, ja, und nicht jedes kleine Projekt, was zukünftig die Raufaser der Tapeten bastelt oder so, ist das neue große Ding, ja, das ist alles Blödsinn. Dementsprechend, dass jetzt eben Hyperledger, also die Linux Foundation mit ihrer Hyperledger Blockchain, eigentlich vielen dieser Projekten die Arbeit abnimmt, dadurch, dass sie eine Corporate-Lösung in diesem Bereich bereitstellen und das zum Teil auch auf Open-Source-Basis, also die Hyperledger auf Open-Source, aber die Unternehmen wie IBM, die das quasi nochmal weiterentwickeln und dann verkaufen, ja, die verkaufen es eben und bekommen dafür Geld, ja, aber das ist einem großen Unternehmen teilweise lieber, da einen Partner zu haben, der das alles auch ein bisschen mit kontrolliert und macht, als die totale Dezentralisierung. Naja, und das Ganze funktioniert einfach auch ohne Cryptocurrency, also ohne Kryptowährung, man braucht da nichts für und das heißt, da könnt ihr auch nicht investieren. Naja, das sind wirtschaftliche Anwendungen, die sich viele kleine Projekte erwünscht haben und die werden denen damit abgenommen. Ja, dementsprechend möchte ich euch aber auch diese ganze Hyperledger-Geschichte in Zukunft mal vorstellen, weil das wird groß. Das wird so groß, dass unsere gesamte Wirtschaft, aber ein Großteil der Wirtschaft wird mit Sicherheit in Zukunft mit der Hyperledger-Blockchain arbeiten. Ja, und dementsprechend, da wir ja alle eigentlich, wenn wir wirklich ehrlich sein wollen, ja, also viele sagen, ja, ich bin ja hier wegen der Technik, ja, und jetzt fallen die Kurse und alle sagen, oh, ich muss hier raus, so eine scheiß Kryptowährung, ja. Also ich bin wirklich hier wegen der Technik und weil mich das interessiert. Und ich glaube, viele andere, vor allem von euch, die jetzt im Bärmarkt diese Videos verfolgen, auch. Deswegen möchte ich euch die Hyperledger Blockchain vorstellen, auch wenn ihr dort nicht investieren könnt, ja. Einfach weil ich glaube, dass es wichtig ist, in Zukunft ein Teil der angehenden Zukunft zu sein, ja, und nicht zum alten Eisen zu gehören und zu sagen, oh, dieser Technikkram da, ich bin froh, wenn ich einen Toaster bedienen kann, ja, also die Leute werden ja oder müssen sich auch mit den neuen Technologien auseinandersetzen können oder verstehen, was da im Hintergrund passiert, um auch zu verstehen, wie diese ganze Wirtschaft funktioniert und unser Leben eigentlich funktioniert, ja, und dementsprechend werde ich in Zukunft die Hyperledger-Blockchain vorstellen. Das ist ein ziemlich mächtiges Thema, denkt man erstmal nicht. Stecken insgesamt 4 Algorithmen hinter, 3 davon auf dem byzantinischen Fehler-Toleranz-Protokoll, aber trotzdem alle unterschiedlich. Und eins eben, das Proof of Elapsed Time, was von Intel entwickelt wurde, sind alles 4 relativ zentralisierte Chains oder Algorithmen, aber auch geniale Algorithmen, ja, und deswegen möchte ich euch die einfach vorstellen und euch einfach erklären, wie die Wirtschaft mit sowas arbeitet und wie das alles zusammenhängt. Ja, ansonsten möchte ich euch wärmstens ans Herz legen, ich werde es euch jetzt hier auch irgendwo verlinken, das ist Kaffee informell, ich habe da mit dem Limo vom Tengenblock jetzt das erste Video zu aufgenommen. Es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Wir sind total glücklich, dass wir es endlich geschafft haben, das Ganze in Gang zu bringen. Schaut es euch an. Es macht auf jeden Fall Spaß. Also mir hat Spaß gemacht, das mit dem Limo zu machen. Und das wird auch in Zukunft noch mehr kommen. Ihr werdet dabei aktiv mit einbezogen. Fände ich cool, wenn ihr mit dabei seid. Ja, und in dem Sinne hoffe ich, oder ihr könnt ja auch einfach mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr in Zukunft was zur Hyperledger Blockchain sehen wollt. Ja, also ich würde es euch gerne vorstellen. Ich finde das selber super spannend, werde mich da noch tiefer einarbeiten und habe dann auch einfach Bock, mein erlerntes Wissen mit euch zu teilen. Ja, ja, in dem Sinne wünsche ich euch wie immer einen wundervollen Tag und auf Wiedersehen. Haltet durch, schaut nicht so viel auf euer Portfolio. Macht die Augen zu, macht euch frei davon. Irgendwann wird auch alles wieder besser, das schwöre ich euch. Okay, in dem Sinne wünsche ich euch wie immer einen wundervollen Tag. Tschüss.